Vor genau einer Woche haben wir im Hamburg-Journal einen Test gemacht. Wir haben zwei Hamburger, einen mit türkischer, einen mit iranischer Herkunft, beim abendlichen Ausgehen begleitet. Und wir waren mit unseren Kameras dabei, als die beiden Männer in 6 von 7 Diskotheken an der Tür abgewiesen wurden. Ein Fall von Ausländerfeindlichkeit? Nach der Ausstrahlung dieser Reportage erreichten uns viele Zuschriften, auch von Türstehern. Heute sollen sie die Möglichkeit bekommen, ihre Sicht der Dinge darzustellen. Sonnabend 23 Uhr auf St. Pauli. Türsteher Viktor Hacker zieht seine Sicherheitsweste an. Die trägt er erst seit 3 Jahren, obwohl er schon seit mehr als 20 Jahren im Geschäft ist. Der Job sei gefährlicher geworden, sagt der Wilhelmsburger, der in seinem Stadtteil mit vielen Einwanderern groß wurde. Jemanden nicht in die Diskothek zu lassen, nur weil er ausländischer Herkunft ist, käme für den Türsteher nicht in Frage. Die Nationalität spielt ja keine Rolle. Ich kann ja genauso gut Leute haben, die aus Deutschland kommen, die betrunken sind und dann ihr Verhalten übersteigern und dann zum Problem da drin werden. Die weise ich ja genauso ab. Bei mir zählt das Verhalten vor der Tür und nicht die Nationalität, Hautfarbe oder sonst irgendwas. Vor dem Roschinskis am Hamburger Berg steht Viktor heute mit Eddie. Auch Eddie würde jeden reinlassen, obwohl er mitunter anderes erlebt hat. Ich habe jedenfalls die Erfahrung gemacht, sobald man ausländische Mitbürger anspricht, dass sie auch sehr schnell aggressiv reagieren und deswegen natürlich auch in die Läden nicht reinkommen. 300 Meter weiter vor der Diskothek Passion auf der Reeperbahn. Hier haben alle Türsteher selbst einen Migrationshintergrund, ebenso wie viele Besucher. Die Türsteher hier lassen nicht jeden Pistengänger rein, aus schlechter Erfahrung. Es ist leider so, dass die südländischen Jugendlichen mit Alkohol nicht so gut umgehen können. Wahrscheinlich haben sie die Kultur nicht. Und dementsprechend natürlich benehmen sie sich auch daneben. Müssen wir leider Gottes sortieren. Das ist es. Ansonsten, es gibt auch viele, die sich benehmen können. Große Freiheit, auch hier bunte Vielfalt mit zahlreichen Clubs. Vor 2 größeren Diskotheken entscheiden die Mitarbeiter von Benny Dianat, wer rein darf und wer nicht. Der Türsteher stammt aus dem Iran. Es ist so, dass einige junge Leute halt sehr gewalttätig sind. Das ist der Grund, warum wir sie nicht reinlassen. Es ist halt nichts mit Ausländern oder halt Nicht-Ausländern zu tun. Nur einige Meter weiter vor der Bar 99 Cent. Auch hier schauen die Türsteher offiziell nicht auf Hautfarbe oder Herkunft. Bei uns kommen alle rein, ist egal ob Ausländer oder nicht. Hauptsache, sie sind nicht zu betrunken und ab 18. Trotzdem, die Stimmung auf dem Kiez ist angespannt. Hauptgrund ist der große Alkoholkonsum. Kaum ein Türsteher steht noch ohne Sicherheitsweste vor der Tür. Folge des hohen Aggressionspotenzials einiger Gäste. Ich habe natürlich auch in meiner Laufbahn als Türsteher schon Schlägereien erlebt. Allerdings weniger, als man gemeinhin annehmen möchte. Das meiste sind verbale Auseinandersetzungen. Ich habe auch schon Streit mit denen gehabt, ja. Ich bin auch schon zweimal von ausländischen Mitbürgern mit einer Flasche niedergeschlagen worden hier bei der Arbeit. Das sind meistens Ausländer. Den Deutschen kann man im Grunde genommen normal reden. Und den nicht. Ich weiß nicht warum. Es ist eben so. Redet man freundlich, heißt das, man hat Angst. Redet man nicht freundlich, heißt das, man ist ein Prolet oder so. Es ist so ein Teufelskreis. Dass einige Clubs jungen Migranten den Zutritt verweigern, sei ein offenes Geheimnis. Ich habe das erlebt. Aber nicht hier auf dem Hamburger Berg und auch nicht auf St. Pauli. Ich habe das im Großraumdiskus erlebt. Und das ist auch genau der Grund, warum ich da nicht mehr arbeite. Ich kann aber nicht sagen, welche Diskothek, aber es gibt ein paar Clubs, dass sie komplett von Anfang an aus, wenn sie schwarze Haare sehen, lassen sie nicht rein. Es kann sein, dass das Anweisung von Chef ist, dass sie keine Südländer haben wollen. Das weiß ich nicht. Bei uns ist das nicht so. Das kann ich nicht zu sagen. Wer in die Diskothek rein dürfe und wer nicht, sei eine schwierige Entscheidung, die meist innerhalb von Sekunden getroffen werden müsse, sagen die Türsteher. Dabei würde in Einzelfällen auch mal falsch entschieden. Wir sind keine Hellseher. Wir können da etwas bisschen die Leute sortieren, inwieweit sie aggressiv sind, inwieweit sie nicht aggressiv sind, ob sie zu unserem Publikum passen oder nicht passen. Das ist dann unsere Entscheidung. Aber ob wir jetzt daneben liegen oder ob wir nicht daneben liegen, das hat aber nichts mit Ausländerfeindlichkeit zu tun. Es wird auch immer wieder schwarze Schafe auf beiden Seiten geben, sowohl unter Türleuten als auch unter Gästen.
ganz wird man das Problem nicht lösen können. Ich würde mir nur wünschen, dass eine etwas entspanntere Haltung im Allgemeinen da eintreten würde. Und das wünschen sich nicht nur Türsteher Viktor und seine Kollegen. Auch viele Pistengänger wollen nur eines, in Ruhe miteinander feiern. Und wir freuen uns über jedes Wochenende, an dem genau das funktioniert in Hamburg.